Psst. Nicht weiter verraten. Ich war undercover bei der Lügenpresse. Hab mich da heimlich eingeschleust. So sieht so einer aus, der sowas macht. Wenn ich gestern oder heute sogar ins Internet bin, da, hallo, hallo, wach auf, schläfst du noch, merkst du's nicht, bist du so doof, Lügenpresse, fall nicht darauf rein. Also wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, da bin ich mir ganz sicher, der wird's nicht mehr merken. Oder der will es gar nicht merken. Oder der ist tatsächlich zu ungebildet, um es zu verstehen und zu begreifen. Oder er ist mehr so der Gaudi-Bolzen, den es gar nicht interessiert. Kann es sein, dass es irgendwo außerhalb eurer Welt Leute gibt, die sich gerade richtig die Hände reiben, weil ihr nicht weiterkommt? Weil ihr immer noch bei dem alten Thema seid und die sind schon 5 Schritte weiter? Wann kommt bei euch der neue Schritt? Wann macht ihr euch darüber Gedanken, was können wir tun gegen diese Lügenpresse? Haben wir schon ein Konzept? Können wir jetzt, wo alle es gehört haben, dass es diese Lügenpresse gibt, und die gibt es ja, das wissen wir doch alle, können wir jetzt den Menschen ein bisschen mehr dazu erzählen? Und zwar nicht nur Vordergründiges, etwas, was jeder sieht, der nicht ganz blind durch die Welt läuft, sondern können wir die Hintergründe besser durchleuchten, nicht nur nach Schema F, nicht nur nach Klassenkampf, nicht nur nach Marx gegen Brutalkapitalismus oder Neoliberalismus oder wie immer das alles heißt. Also ich arbeite an dem Thema Lügenpresse mindestens seit 1968. Da war ich 17, ein tolles Alter. Natürlich ein Alter, wo man noch nicht so alles richtig versteht, was man glaubt, verstanden zu haben. Vor allen Dingen aber waren das die 68er. Diese Zeit des Aufbruches der Jugend, so ähnlich wie heute Fridays for Future und alles, was damit zusammenhängt. Die Hippies, Flower Power, Peace Will Come, Pazifismus, Hinwendung an Mystik, der Blick zu Buddha oder nach Indien und. Und die Zeit der APO, der außerparlamentarischen Opposition, also das, was heute auf Facebook und Twitter läuft, nur, dass sich das mittlerweile von der Richtung etwas verschoben hat. Ein Teil der Probleme, die da behandelt werden, hatten wir auch, aber die Lösungsvorschläge waren anders, Richtung links mehr und Richtung Solidarität. Jetzt geht das alles ein bisschen mehr rechts, Egoismus, ohne dass man feststellt, dass man selbst dabei schon wieder auf der Strecke bleibt, so wie natürlich auch bei den Linken die meisten wieder auf der Strecke geblieben sind.
Das ist ein anderes Kapitel, zu dem ich aber gerne sehr, sehr, sehr viel Kritisches anmerken kann und auch will. Damals war es relativ einfach, auf das Problem Lügenpresse zu stoßen. Da gab es eigentlich nur vier Buchstaben dafür. B-I-L-D. Bild. Und während andere diese Zeitung einfach nicht mehr gelesen haben, habe ich sie mit Begeisterung gelesen. Warum? Ich wollte wissen, wie sie es machen, wie sie es hinkriegen, wie sie so viele begeisterte Leser haben, wie diese Leser ihre diktierten Meinung, der von ihnen diktierten Meinung blind folgen und Hurra schreien. Wie schafft man sowas? Also völlig unabhängig davon, ob man jetzt was Glaubwürdiges schreibt oder was weniger Glaubwürdiges, so viele Fans kriegt man so oder so nicht, wenn man nicht cleveren Journalismus betreibt, aber clever nicht für die Leser, sondern für das eigene Geschäft. Die Leute sollen das ja kaufen und das Ganze soll eventuell auch ein bisschen die Werbekunden unterstützen und nicht gerade kritisch gegen Unternehmertum losziehen. Da schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Und dann habe ich damals schon ganz gute Aufsätze geschrieben. Und zwar, mein Lehrer hat das so erklärt, denen, die das ungerecht fanden, was der anders macht als ihr, der schreibt immer eine Seite und dann die andere Seite. Argument und Gegenargument und überlässt letzten Endes dann dem Aufsatzleser die Entscheidung, was der denn glaubt, was die besseren Argumente sind. Und dann habe ich mit 14 meinen ersten Aufsatzwettbewerb gewonnen, bundesdeutsch. Zweiter Platz, ein junger Mann aus Berlin, der Hauptstadt. Erster Platz, ein junger Mann aus Spardorf, aus der Provinz, aus einer 800-Seelen-Gemeinde auf dem Land mit sehr vielen Landwirten und sehr vielen einfachen Fabrikarbeitern.